Hallo, es ist so schön, dass du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen. Beziehung zu dir selbst und zu anderen Personen. Und in dieser Folge geht es genau auch um dieses. Denn ich spreche mit Alina Bannweg. Sie ist Expertin für Beziehungen und Partnerschaft. Wir sprechen unter anderem über das Thema, was du nach schwierigen Beziehungen machen kannst, wenn du dein Herz wieder jemandem Neuem öffnen möchtest. Ein weiteres Thema ist die Liebe zu uns selbst. Viel Spaß beim Hören. Ich begrüße heute hier im Interview Alina Bannweg. Sie ist für mich die Expertin für Beziehung und Partnerschaft. Wir kennen uns durch eine gemeinsame Spiritual Life Coach Ausbildung von Laura Marlina Seiler. Und in einer gemeinsamen Session hatten wir gleich so einen Draht, sage ich mal. Und seitdem sind wir miteinander verbunden. Ich finde, es passt auch recht gut. Die beiden Themen sind ja irgendwie miteinander verknüpft. Und ihr wisst, am Anfang sage ich immer drei Dinge, die meine Gästin betrifft. Und bei Alina, da denke ich immer sofort an folgende drei Sachen. Alina und ich haben ähnliche Stärken. Alina ist nämlich herzlich, empathisch und optimistisch. Sie ist von Beruf aus Lehrerin gewesen, muss ich jetzt sagen. Da sagt sie bestimmt gleich nochmal einen Satz dazu. Und ihr Herz schlägt besonders für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Und ihr Menschenbild, und das ist auch so ein bisschen, was ich mal in meiner Studienzeit mich auch geprägt hat, ist von Rousseau geprägt. Er hat mal gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Und diesem kann ich natürlich nur zustimmen. Von daher herzlich willkommen, Alina. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Oh, hallo, liebe Claudia, und vielen, vielen Dank für die warmen Worte und ja, all das, was du gerade gesagt hast, da finde ich mich auch wieder. Von daher vielen Dank auch für die nette Anmoderation. Sehr, sehr gerne. Wer bei dir auf dem Instagram-Kanal deine Beiträge Reels sieht, der weiß, dass du ein sehr herzlicher Mensch bist. Warst du das schon immer oder was hat dich das lernen lassen? Also ich würde sagen, ich hatte schon immer einen bestimmten Zugang zu Menschen und ich war schon immer sehr feinfühlig. Ja, also für das, was um mich herum passiert. Aber natürlich, wie das im Leben so ist, lernen wir auch viel durch unsere Geschichte dazu, durch die Erfahrungen, die wir machen. Und ich würde sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo Spiritualität schon ein großes Thema war, wo ich schon früh gelernt habe, auch auf meine Gefühle zu achten, auf all das zu hören, was ich spüre. Und das habe ich mir natürlich irgendwann auch zu Nutzen gemacht, bis ich da hingekommen bin, zu merken, dass das eine große Gabe von mir ist, die ich einsetzen kann. Hat es natürlich etwas gedauert, aber ich würde sagen, ja, eine gewisse Herzlichkeit habe ich schon immer in mir getragen. Sehr schön. Deine Themen auf dem Kanal sind ja wirklich sehr wichtige Themen. Was möchtest du nach außen transportieren? Also wo siehst du deinen Schwerpunkt? Wo willst du unterstützen? Also ich hole jetzt mal etwas aus, ja, weil du hast ja schon eben ganz richtig gesagt, dass mein beruflicher Weg erstmal eine andere Bahn eingeschlagen hat. Und zwar komme ich ja aus dem Lehrberuf und bin Lehrerin für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Ich war jetzt auch eine lange Zeit dort tätig, fast 10 Jahre habe ich die Kinder unterrichtet und habe da ganz, ganz viel über mich selbst gelernt und mich selbst weitergebildet. Und auf diesem Weg habe ich natürlich auch sehr viel über die Hintergründe dieser Kinder gelernt. Und mir hat schon immer besonders gut gefallen, dass diese Kinder sehr authentisch waren und ihre Themen, die sie mit sich tragen, haben natürlich auch eine Geschichte, auch Hintergründe.
Und auf diesem Weg sind mir natürlich viele Themen auch in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen begegnet. Und das alles gründet in den Familienthematiken. Und diese Familienthematiken wurden für mich immer präsenter, weil die Kinder für mich die Symptomträger ihrer vergangenen Themen der Eltern und der Generationen davor sind. Ich möchte jetzt hier gar keine Schuld irgendjemanden zuweisen, ja, weil ich sehe das Konzept ganz anders. Jeder Mensch gibt immer sein Bestes, was ihm zur Verfügung steht. Doch wir tragen bestimmte Wunden und Themen in uns. Und solange wir uns diese Themen nicht anschauen, werden diese Wunden und Themen weitergetragen. Im Falle, wenn wir Kinder bekommen, von unseren Kindern. Und so über die Generationen hinweg. Und so sehe ich es als meine große Vision, dass ich auch mit meinem Kanal auf Instagram und mit meiner Arbeit generell die Erwachsenen dazu bringe, eine etwas genauere Sicht auf ihre Thematiken zu schulen oder kennenzulernen und da einzutauchen, wo sie Erkenntnisse über sich gewinnen können, um das alles aufzulösen und letztendlich die Themen nicht mehr weitergeben zu müssen. Mega schön. Also auch ich mache die gleiche Erfahrung in den Themen, dass ich eben manche Themen von Generation zu Generation weitergegeben werden und man die dringend auflösen muss, damit wir eben eine bessere Welt für uns alle haben. Ja, Wahnsinn. Und wo gründet alles? Es beginnt alles letztendlich, wo wir Menschen miteinander in Beziehung treten. Denn da kommen die meisten Themen hoch. Da sind große Berührungspunkte, weil dort in der Regel öffnen wir unser Herz. Ja, da lassen wir sozusagen ganz die Hüllen fallen. Ja, wir sehen einander, wir erkennen einander und dann kommen natürlich die Wunden auch mit hoch. Und das ist dann der Moment, wo dann man sieht, okay, wie bin ich damit mit den Themen, die hochkommen? Wie gehen wir als Paar damit um? Und wie wird das Ganze letztendlich in der Entwicklung weitergetragen? Ja, das hast du super gesagt. Vielen Dank, Alina. Das war schön zusammengefasst. Absolut, genau. Du hast ja jetzt eben schon selbst erzählt, dass du Lehrerin warst. Jetzt hast du ja gerade frisch sozusagen den Beruf an den Nagel gehängt. Ja. Was war so der letzte Schritt? Warum hast du das gemacht? Schöne Frage. Man muss dazu sagen, dieser Gedanke oder dieser Wunsch, mit Erwachsenen auch noch mehr zu arbeiten, schlummerte jetzt schon in mir mehrere Jahre. Es war nie ein Weg von den Kindern, weil die Arbeit gab mir auch unheimlich viel und es hat mir viel Freude bereitet, mit denen zusammen zu sein. Und ich habe unglaublich viel über mich gelernt. Doch ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal im Leben spürt man, dass man nur mit Halbgas unterwegs ist. Ja, also wie als würde man im Auto sitzen und man würde einfach nicht schneller fahren können als 30. Ja? Und natürlich gibt es immer wieder Momente, wo sich das ganz passend anfühlt und wo man auch ganz viele tolle Momente hat und genießt. Aber dieses Gefühl, dass da noch mehr ist, ja, dass ich aus mir persönlich noch mehr rausholen kann und auch wie ich in den Tag gehe, wie ich den meinen Aufgaben begegne, da war noch mehr. Und dieses Gefühl bin ich nicht losgeworden. Und ich hatte eigentlich fast keine andere Wahl mehr, weil ich wäre mir selbst untreu gewesen, hätte ich das weitergemacht. Beziehungsweise es war für mich nicht nebenberuflich weiterhin möglich. Coaching und Schule, man braucht für beides jeweils Fokus und Energie. Und so habe ich den für mich sehr mutigen Schritt gewagt und habe jetzt Raum geöffnet, um noch mehr in die Arbeit mit den Erwachsenen hineinzugehen und schweren Herzens mich dann von den Kindern verabschiedet. Ja. Und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, was deine Vision ist, was du erreichen möchtest. Vielleicht kannst du es auch noch mal mehr greifen, mehr noch mal genauer sagen, was dich wirklich bewegt, um
ich sag mal, die Welt dieses Stück besser zu machen, was wir uns ja vorstellen. Also der Kernpunkt ist der, dass jeder Mensch in sich die Liebe wiederfindet. Und damit meine ich ganz konkret, dass wir uns öffnen, all die wunderschönen Erfahrungen wieder zuzulassen und all die Schleier und all die Mauern und Türen, alles, was wir davor aufgebaut haben, dass wir das nach und nach Schritt für Schritt etwas mehr einbrechen und aufräumen, um wieder den Zugang zu unserem Herzen zu finden und letztendlich diese Energie und auch diese Herzenswärme wieder mit der Welt verteilen zu können. Denn ich denke, jeder Mensch trägt so viel Liebe in sich. Und das ist ja auch unsere Essenz. Doch wir lenken uns so gerne von dem ab, in dem wir arbeiten, in dem wir tun, in dem wir leisten, in dem wir machen, 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 machen und kaum mehr fühlen, kaum mehr wirklich spüren, was in uns los ist. Und das hat natürlich oft schlimme Erfahrungen zugrunde, dass wir überhaupt Mauern gebaut haben. Und deswegen sehe ich es als sehr, sehr notwendig an, zu unterstützen und ja selbst auch dahin zu gehen, dass man einfach so mutig den Schritt geht, sich diese Dinge anzuschauen, was da im Weg steht. Du hast mir die perfekte Überleitung eigentlich gegeben zum Thema, wenn man eben sein Herz verschlossen hat, die Liebe so momentan nicht mehr zeigen kann, nicht mehr weiß, was man damit machen kann, sie vielleicht auch ein bisschen verschließt und die Mauern hochzieht, wie du es eben so schön auch gesagt hast. Was kannst du den Menschen mitgeben? Welche Tipps kannst du ihnen geben, wie man das Herz wieder öffnet? Also da erstmal, wenn wir unser Herz, ich nenne es mal, verschlossen haben oder eine Mauer drumherum aufgebaut haben, dann gibt es ja meistens auch einen Grund dafür. Und es gilt da auch erstmal, diesen Grund herauszufinden. Manchmal gibt es Gründe, die werden nachgesetzt durch nachträgliche Verletzungen. Doch dem liegt oft so ein gewisser Grundschmerz, ein Urschmerz zugrunde, der diese ganzen Schmerzmomente danach nochmal geprägt hat. Ja? Und wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich fühle mich nicht mehr, ich fühle mich in Beziehungen, in Begegnungen stumpf, ja, ich habe das Gefühl, ich verliere mich, weil ich mich nicht mehr selber erkenne, auch in Begegnungen von anderen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir aufgehört haben, eigentlich auf uns selbst zu hören, auf unsere Intuition zu hören. Und häufig ist dann sehr viel Ablenkung im Außen ein Symptom, sehr viel arbeiten, ja, sich in Arbeit stürzen, sehr viel tun, leisten, ja, für andere etwas tun, helfen, ja. Also das sind alles Dinge, die lenken uns von uns selbst ab. Und das allererste, was ich da raten würde, ist, erstmal in die Ruhe zu gehen und das auch mal zuzulassen, was dann kommt. Denn wir flüchten oft vor Ruhe, ja, vor diesem Alleine sein, vor diesem mit uns selbst in Ruhe sein, in Stille sein, aus Angst vor dem, was dann hochkommt, was wir dann spüren können. Weil in den ruhigen Momenten ist es häufig so, dass da Schmerz hochkommt, den wir aber oft nicht fühlen wollen und dann drücken wir ihn wieder weg und diese Mauer wird nur immer, immer stärker und höher und wir haben quasi gar keine Chance mehr da reinzukommen. Also Ruhe, ja, um überhaupt erstmal zu spüren, okay, was ist da überhaupt? Ja, was fühle ich? Um überhaupt den Zugang wieder zu finden, also den Momenten gegenüberzutreten, die einem vielleicht auch etwas Angst machen und zu schauen, hey, warum machen die dir eigentlich Angst? Ja, was ist da? Und vor allen Dingen auch dieses Fühlen zuzulassen, denn nur, und diese Gefühle sind ja nie schlecht, ja, das ist ja das, wir wollen sie wegdrücken,
Aber sie wollen uns, ja, sie wollen ja von uns gefühlt werden. Die Traurigkeit will gefühlt werden, die Wut will gefühlt werden, ja, auch die Freude. Alles Gefühle, alles Emotionen, die wir zulassen dürfen, um uns wieder selbst zu spüren. Und um da nochmal den Bogen zu bekommen, wenn wir das zulassen, was da ist an Gefühlen, dann finden wir auch wieder mehr Zugang zu uns selbst. Ja? Und das ist der erste Schritt, den ich jedem empfehlen würde. Ja. Mhm. Und natürlich kommen dann Schritte danach und bauen darauf auf. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du willst, dass ich in die Tiefe gehe. Also kann ich total nachvollziehen. Das ist total genau das, was du gesagt hast. Alle Gefühle wollen gefühlt werden und müssen gefühlt werden, damit sie eben auch anerkannt werden und dass man sich dann mit den vermeintlichen schlechten Gefühlen dann eben auch wieder in das Positive hineinversetzen kann. Du sprichst ja in deinem Instagram-Kanal sehr stark auch von Selbstliebe. Mhm. Und das gehört ja genauso zusammen. Also wenn ich Ruhe empfinde, wenn ich mich selbst spüren möchte, dann ist ja Selbstliebe auch ein ganz großer Teil von dem, was du auch immer wieder sagst und auch immer wunderschönen Reels nochmal deutlich machst. Warum ist dir Selbstliebe so wichtig? Mhm. Selbstliebe ist ein sehr großes Wort. Ja, und natürlich, Liebe beginnt bei uns selbst. Ja, wir erfahren uns ja als Säugling, als kleines Würmchen, was der Welt begegnet und bekommen dann erst von unseren ersten Bezugspersonen mit, wie wir auf andere wirken und wie andere auf uns reagieren. Und das ist ganz spannend, weil da bildet sich ganz viel darüber aus, was ich denke von mir, wie ich angenommen werde. Wir sammeln unsere Erfahrungen, ja. Wir erleben vielleicht im schlimmsten Fall große Ablehnung, große Beleidigung oder was auch immer, auch häufig in der Schule. Wie viele Menschen haben Mobbing-Erfahrungen, ja? Und all diese Erfahrungen vor allen Dingen, natürlich können die auch im Positiven gesammelt werden, aber häufig sind es die Negativen, die wir uns in Erinnerung behalten und die prägen, weil die eben so eine Wucht haben. Und all diese Erfahrungen lassen uns häufig ein Urteil über uns selbst treffen, das oft nicht das Urteil ist, was wir als kleines Würmchen, wo wir auf die Welt gekommen sind, über uns gedacht haben, nämlich, dass wir wundervoll und fantastisch sind. Ja? Und umso weiter diese Prägung stattfindet, umso mehr kann es sein, dass wir irgendwann diesen positiven, wundervollen Bezug zu uns selbst verlieren und glauben, was andere sagen. Ja? Glauben, wenn ein anderer sagt, oh, du bist doch dumm. Ja, okay, oh Mann, ja, ist es wirklich so? Und all diese Dinge führen dazu, dass wir selbst wieder schauen dürfen, hey, was macht mich aus? Wer bin ich eigentlich? Was für Qualitäten habe ich, um wieder sanfter mit sich selbst zu sein und erstmal wieder anzufangen, nett mit sich zu sprechen? Weil wie negativ sprechen wir oft mit uns, wenn wir vor dem Spiegel stehen? Vor allen Dingen wir Frauen. Ja, wir sind so selbstkritisch, unglaublich. Und wir dürfen viel positiver anfangen, mit uns zu sprechen, uns positive Dinge sagen, damit wir mal wieder in Beziehung mit uns selbst treten. Weil wenn wir immer negativ mit uns sprechen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum wir als Erfahrung im Außen sammeln, dass genau das bestätigt wird, was wir leider von uns angefangen haben zu denken, nämlich, dass wir nichts wert sind. Und da beginnt alles, ja, bei diesem Thema, wie bin ich zu mir selbst? Und mir ist es unglaublich wichtig, weil du ja gefragt hast, warum ist dir das so wichtig? Mir ist es unglaublich wichtig, dass jeder Mensch wieder seinen Wert erkennt. Und wenn nämlich jeder das tut, ja, dann ist diese positive Partnerschaft, die kreiert sich ja fast von selbst, ja, weil wir bekommen ja unsere Gedanken bestätigt. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man einen Gedanken im Kopf hat, ja, oft sieht man dann an einem Tag, wenn man gerade an ein bestimmtes Auto denkt oder so, genau dieses Auto 100 Mal, ja, übertrieben gesagt.
So, und das ist eben, weil unsere Gedanken unsere Aufmerksamkeit steuern und unsere Realität anziehen. Und genauso ist es auch mit den positiven Gedanken. Und umso positiver wir anfangen, über uns selbst zu denken, dass wir eine tolle Partnerschaft verdient haben, einen tollen Mann an unserer Seite als Frau jetzt gesehen, dass wir liebenswert sind, dass wir einfach toll sind, so wie wir sind. Genau das bekommen wir dann auch immer wieder bestätigt. Und das führt letztendlich dazu, dass wir genau diese Liebe, die wir dann in uns fühlen, teilen können. Wunderschön zusammen gesagt. Also ganz toll. Und ich glaube auch, genauso wie du es eben gesagt hast, dass Selbstliebe total die Grundlage ist von dem, wie es uns geht und wie es anderen dann geht. Es ist ja so, dass sehr viele Frauen, so wie du vorhin gesagt hast, sehr hektisch sind, sehr gestresst sind, arbeiten, Kinder, womöglich gerade bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern ist das ja häufig dann nochmal eine Dreifachrolle, die man dort, ich sag mal, irgendwie überleben muss teilweise. Du hast ebenso schön gesagt, mit der Ruhe, das wäre so, dass man einmal guckt, was braucht man für sich, und dann die Selbstliebe. Und ich glaube, diese Kombination macht es dann, glaube ich, auch aus, wo man versucht, sich dann doch nochmal irgendwo ein Stückchen für sich selbst zu ergattern in der Zeit. Ich glaube auch, dass Alleinstehende, die mit diesem vielen Themen gleichzeitig handeln müssen, sich trotzdem, auch wenn sie am Anfang vielleicht gesagt haben, wo kriege ich Ruhe her, sich durchaus mal 5 Minuten, 10 Minuten Ruhe schaffen können, wenn sie es wirklich möchten. Da möchte ich gerne wieder zu dem zurückkommen, was du gesagt hast, dass wir eben häufig nur im Handeln sind, nur im Tun sind und uns das eben auch nicht gönnen, dass wir die Zeit uns nehmen. Ja, und es ist eine Sache der Priorität. Und wir verlernen gerne, uns Priorität für uns selbst einzuräumen. Ja, ich meine, wow, wenn man auch Alleinerziehende und, ja, wenn man noch arbeitet, Kinder hat, wie auch immer, dann ist man häufig, man muss sich quasi fast teilen, ja, gefühlt, von der Energie her, von dem Aufwand her. Und ja, das mag sich so anfühlen. Und genau deswegen, ja, weil so viel zu tun ist, braucht es diese Person, die in ihre Mitte immer wieder findet. Und da gilt es halt, dass jeder für sich herausfindet, was ist dieses eine oder diese 2, 3 Dinge, die ich am Tag für mich tun kann, die mir gut tun, ja, wo ich eine Priorität für mich einfach mal einsetzen kann. Weil es bringt niemanden etwas, wenn wir selbst nicht bei uns sind, sondern neben uns stehen, weil wir noch die 1000 Dinge im Kopf haben, die wir machen müssen, und dann sind wir nie im Moment, nie. Dann hat das Kind nichts von dir, dann hat die Arbeit nichts von dir, weil du bist mit deiner Konzentration nie da, wo du sein sollst, weil so viel da ist. Und da, genau deswegen ist es so wichtig, dass man eben dieser Zeit für sich eine Priorität gibt. Sei es nur mal morgens 5 Minuten oder wann auch immer, wo das Kind noch schläft, oder abends, dass man sich einen Zeitraum am Tag festhält, wo man eben diese explizite Zeit für sich selbst schaffen kann. Und es ist Priorität. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir haben für alles Zeit, was uns wichtig ist. Und wir dürfen diese gesunde, egoistische, oder es ist ja kein Egoismus, ja, aber wir dürfen einfach dieses gesunde Maß an Egoismus einnehmen, für uns selbst da zu sein. Du sprichst mir aus dem Herzen. Vielen lieben Dank, Alina. Das hast du super gut jetzt nochmal zusammengefasst. Am Ende stelle ich häufig immer nur so 1, 2 Fragen. Es ist ja schon so, manche Tipps liegen einem besonders am Herzen. Wir haben jetzt über die Ruhe gesprochen, über die Selbstliebe gesprochen. Aber was würdest du deiner allerliebsten Verwandten oder Freundin mitgeben, die vielleicht nach einer Trennung direkt gerne sich wieder eine gute, liebevolle Beziehung vorstellen könnte? Was wäre so für sie nochmal der ultimative Tipp,
den du ihr vielleicht jetzt mal mitgeben könntest? Mir kommt direkt was dazu. Und zwar, glaub an die höchste, schönste und beste Version einer Partnerschaft, die du dir vorstellen kannst. Weil das ist genau das, was für dich möglich ist, was du verdienst und was viel mehr Raum in deinen Gedanken einnehmen sollte. Ach, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Kann ich total nachvollziehen, habe ich auch gerade. Du hast das, also das, ja, super, genau so ist es. Also nicht daran, also wirklich wieder daran glauben, dass so etwas machbar ist, dass so etwas zu dir kommt und dass du ein Recht auf so etwas hast, dass du es erreichen kannst und darfst. Ja. Ja. Und es ist für jeden möglich. Das möchte ich nochmal betonen. Es ist für jeden möglich. Und auch wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, auch wenn man was anderes erfahren hat und dann denkt, oh, das geht für mich nicht. Doch, es geht. Ja, doch. Und nicht aufgeben. Immer weiter dran glauben und dranbleiben und der Weg wird sich zeigen. Ja, das ist, würde ich sagen, ein perfektes Schlusswort, Alina, weil es ist genau so, wie du es eben gesagt hast. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Sein und auch für deine viele Arbeit, die du auch entsprechend reinsteckst. In der Beschreibung ist deine Webseite und natürlich auch dein Instagram-Profil verlinkt. Möchtest du noch auf irgendetwas anderes hinweisen? Also erstmal, Claudia, vielen, vielen Dank für dein Sein, dass du so viele Menschen begleitest aus schwierigen Phasen heraus und während und danach. Danke für dein Sein. Und ja, vielleicht gibt es ja eine kleine Überraschung noch bei dir in der Beschreibung, auf die die Menschen aufmerksam gemacht werden. Na, da freue ich mich doch sehr. Und dann werdet ihr das auf jeden Fall im Intro oder im Outro dann gehört oder hören gleich. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank, Alina Banweg. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest einige Informationen, Hinweise und Tipps aus meinem Gespräch mit Alina Banweg rausnehmen. Übrigens, die angesprochene Überraschung findest du in den Shownotes bzw. in den Bemerkungen. Alina Banweg hat extra für dich eine 0-Euro-Unterlage zum Thema Selbstliebe und Weiblichkeit entwickelt. Hole sie dir dort gerne ab. Wenn du etwas aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann teile doch diesen Podcast stark mit Claudia, mit anderen Personen, die das auch interessieren könnte. Ich freue mich darüber, wenn du mich weiterempfehlst. Außerdem freue ich mich natürlich auch, wenn du mir weiterhin zuhörst. Alles Gute, deine Claudia.